Hey Leutchen und damit herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Kochi. Wir spielen wieder Monster Hunter und gehen gleich auf eine kleine Jagd. Und ja, mal gucken, wie es so läuft. Aber vorher stärken wir uns noch. So, lassen wir sie kochen und sie haben echt riesiges Fleisch. Lecker. Okay, die hauen rein. Wir warten kurz. So, und gehen weiter. Das machen wir später mal. Wir suchen uns erstmal eine Mission aus und begeben uns zur Stufe 6. Geh doch mal in die Heimat der Ältesten und schnapp uns das. Ich glaube, haben wir schon besiegt. Und mache es aber ganz nochmal im Rahmen der Mission. Dauert ein bisschen, aber wir warten gern. Und los geht's. So, suchen wir den kleinen Schlingel. Ich weiß gar nicht, habe ich das leer gemacht? Ne, habe ich nicht. Dann nehme ich das alles gern mit und ich muss dran denken, dass das mal wieder zu... Oder halt mal. Wir können das ja gleich machen. Hier oben ist ja unser Zeltplatz. Und da können wir ja kurz da reinkrauchen. Alles wegschmeißen, was wir nicht brauchen. Und rein die gute Stufe. Ne, das lassen wir Objekt und verwalten. Schmeißen wir mal alles raus, was wir nicht brauchen. Und wir können es ja neu ansammeln. Die drei Tränke lasse ich drin. Und es wäre vielleicht auch nicht verkehrt gewesen, das drin zu lassen, was uns ein bisschen kühlt. Aber wir finden es auch so nochmal. Ich glaube, hier müssen wir lang. War gerade ein bisschen verwirrt, weil es hochgeht. Stopp. Gefühlt war doch irgendwo so ein kleiner Käfer, der uns mit Ausdauer beschenkt. Werde ich gleich mal mitnehmen. Können wir bestimmt gebrauchen. Da waren wir gerade. Oh. Okay, ich dachte, da war gerade ein Monster oder irgendwas anderes. Oh, gibt es zwei verschiedene? Wir haben die ja schon mal alle gesehen.
das habe ich schon abgeschlossen. Das war das mit den Nerdiganter. Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. Und noch eins. Und Hammer. Irgendeins haben wir jetzt gefunden. Ich gehe mal hinterher. Vielleicht ist es das, was wir suchen. Ah ja, das ist es. Na, lass mich in Ruhe. Ach so, halt. Da ist es ja. War ich gerade Vorspur? Machen wir uns mal Freunde und stellen uns vor. Riesenmonaden kann die uns anbrüllen. Was ist denn das für eins? Das hätte aber mal ganz schön daneben gehen können. Oh Gott! So zum Beispiel. Genau reingerannt. So ein Mist. Oh, es macht... Keine Ahnung. Was es macht? Ich dachte, es rollt sich wieder rum. Okay. Habe ich was zum Schmeißen? Nein, natürlich nicht. Ich dachte, ich finde ja eigentlich was. Aber so sieht es aus, doch nicht. Oh Gott, das ist doof. Weil ich direkt davor stehe. Komm weg. Okay, es hat nur gebrüllt. Okay. Sehr schön. Mag die Blumen. Autsch! Muss nur vorsichtig sein, noch ein paar Mal und dann sieht es nicht so gut für uns aus. Echt? Nein, auf! So ein Mist. Oh, jetzt sind wir noch verwirrt. Nicht, dass wir gleich sterben. Heil uns! Komm, mach was, Katze! Ach, dummes Tier. Verzeihung, ich muss mal gesagt werden. Oh, schön, sie geht weg. Oder es geht weg. Und dann können wir kurz noch ein bisschen den Steinhaufen hier. Und hier vorne lag noch Material. Ah, das. Natürlich auch gleich mitnehmen. Nicht so weit weglaufen, nicht, dass wir dann nichts mehr von dem Effekt haben. So, Monster. Ich glaube, wir müssen dahin. Könnte richtig sein. Da ist er. Der kleine Schlingel. Oh, der war gut. Und der ist jetzt nicht so. Aber der eine mit 100, das war echt schick. Ach, ich hasse er. Egal, ob er brüllt oder andere brüllen. Ich mag das nicht, das angebrüllt werden, weil das ist... Da schreckt er immer, da macht er immer nichts, das ist total sinnlos, der Typ dann.
immer so von der Seite. Oh, was ist jetzt los? Keine Ahnung, was das jetzt ist. Ich kenne das Symbol gar nicht. Total unbekannt. Ich stehe doch hinter dir, Monster. Warum ich da trotzdem erschrecke, ich weiß es nicht. Hätten wir auch mal gut drüber springen können. Autsch. Das war natürlich sehr ungünstig. Nein, Anita. Du stehst genau da, wo ich hin will. Vielen Dank. Extra beiseite gegangen. Wie aufmerksam. Ui. Hat er nicht gemacht. Ui. Autsch, das war echt kacke. Genau, schmeiß ich auf die Katze. So ein Mist, warum ich da nochmal hingegangen bin. Jetzt bin ich verwirrt und ich mag mich nicht gar nicht bewegen, aber die Katze winkt ihn einfach. Komm. Du hast dich jetzt überhaupt nicht geheilt. Das ist total sinnlos von dir. Die schmeißt du mal daneben. Ich hab die Nase. Ich kann wieder essen. Autsch. Wieder voll ins Gesicht bekommen. Und, oh, zum Glück ging der daneben. Gefühlt dachte ich, das ist unser Ende. Wo ist er hin? Ah, da. So klein ist er gar nicht. Er zieht wieder von dann und musste mal kurz kratzen, so wie Zeit musste sein. Und da unten ist es warm. Bekommt uns nicht so gut, wenn wir da zu lang unten sind. Wir gucken noch mal schnell dahinter, denn da war das rote Erz und das brauchen wir ab und zu mal. So, Steine haben wir auch. Vielleicht gelingt es uns ja, dass wir ihn hier hochlocken. Na komm du. Oh, das wird halt ein ganz schön langer Kampf. Aber über 5 ist ja auch schon was. Seht ihr, jetzt gab es nur 2. Und auch wieder 2. Ah, wir sind so ein Schrippenzieher. Aber jetzt wieder doch nicht. Schau du. Hier gibt es doch irgendwo so eine Möglichkeit, sich zu kühlen. Aber ich finde es gerade nicht. Ich habe das einmal gefunden, habe aber nicht aufgepasst, wo das lag. Und ich glaube, er ist verwirrt. Und ich habe gerade meine Chance verpasst, einen Schaden zu machen. Oh, 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 okay, doch nicht. Wenn es an mir rumliegt, dann nehme ich es natürlich gleich mal mit. Jetzt kommt sie wieder an. Na komm. Jetzt hat sie wieder weggepackt. Ich blick nicht durch, Katze. Bist manchmal so.
Ach, er sieht weiter. Was natürlich nicht gerade sehr gut ist, denn hier unten ist es warm. Und je tiefer wir gehen, umso wird es ja nicht besser dadurch. Zu dir können wir auch mal früher oder... Oh Gott, das will fall nicht da rein. Oh, schnell weg. Echt? Wir rennen der Lava. Nee, ihr lasst mich jetzt mal in Ruhe. Echt, jetzt greifen mich alle an. Ah, seid so doof. Na toll, ich stehe eine Stunde daneben und kann nichts machen. Greift ihn an, genau, macht ihn fertig, ihr schafft das. Ihr seid so stark. Nicht nett mit unseren neuen Freunden. Jetzt muss ich mal kurz das zweite suchen. Heilig, heilig, heilig. Ich habe Angst. Na toll. Ich breche mir da einen ab und er macht einmal Spuck und wechseln sie. Was war denn das jetzt? Nie, du nicht. Oh, schade. Aber eins haben wir noch. Oh, der war gut. Geht so. Auch nicht verkehrt. Nicht mit uns, du Kleiner. Na, zum Glück waren... Oh, das wäre vielleicht nicht gut ausgegangen für uns. Ich stehe ein bisschen zu... am Rande. Wenn ich dabei bin, dann kann ich einfach nicht abbrechen mit meinen Angriffen. Muss es einfach durchziehen, auch wenn es dumm aussieht, wenn ich stundenlang daneben stehe und einfach mal nur in die Luft rumhaue. Aber das ist es mir wert. Und einmal frei. Haben ihn besiegt. Oder wir haben ihn besiegt. Wir kämpfen das ja, machen das ja Ganze gemeinsam. Schön. Ja, da kann ich schon mal tief Luft holen. Das war auch ein sehr, sehr schwerer und sehr intensiver Kampf. Bei manchen Monstern tue ich mich erstaunlich leicht und bei anderen, auch wenn ich schon öfters gegen die gekämpft habe, einfach nur peinlich. Sehr schön, haben einiges gefunden. Nehme natürlich alles gerne mit. Kommt der denn daher? Einfach so aus der Erde rausgekrabbelt. Da guckst du. Sehr, sehr schön. Finde ich ganz gut.
Nicht einmal umgekippt, auch sehr schick. Ich glaube, jetzt haben wir genug Daten über den Nährgigante. Willst du der ökologischen Forschungsgruppe berichten? Nein, wir wollen noch ein bisschen was anderes machen, von daher, wir haben es schon mal berichtet und die werden jetzt sicherlich nichts anderes sagen, da ich aber die Mission jetzt nicht machen werde. Können wir uns das noch sparen? Also, liebe Freunde, bedanke mich bei euch für das Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich gucke schon mal, was wir beim nächsten Mal machen können. Und ihr dürft das alles gerne kommentieren, abonnieren und ein paar Däumchen hinterlassen. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Kochi. Bye.